Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist an der Zeit, einmal ganz herzlich Danke zu sagen. Danke an die Schülerinnen und Schüler, an die Lehrkräfte, an die Eltern der Hamburger Schülerinnen und Schüler, insbesondere derer an den Grundschulen. Denn Hamburgs Schülerinnen und Schüler lernen viel und sie lernen besser im Verhältnis zu den anderen Bundesländern. Das hat jetzt eine neue Studie ergeben. In der Studie wurden die Leistungen der Kinder in der Klassenstufe 4 in den Bereichen Lesen, Schreiben, Rechnen, Texte verstehen genauestens untersucht in allen 16 Bundesländern. Und normalerweise liegt Hamburg bei solchen Vergleichen ziemlich weit hinten. Denn die drei Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen haben eine andere soziale Zusammensetzung. Hier sind mehr Kinder, die zu Hause kein Deutsch sprechen. Hier sind auch mehr Kinder, die zu Hause wenig Rückenwind bekommen. Und deswegen war es immer üblich, dass bei solchen Ländervergleichen Hamburg drittletzter gewesen ist. Diesmal ganz anders. Hamburg liegt auf Platz 6, macht einen gewaltigen Sprung nach vorne, vorbei an vielen, vielen anderen Ländern. Und das bei einer seriösen wissenschaftlichen Untersuchung. Das ist aller Ehren wert. Und es liegt daran, dass die Schulen besser geworden sind, dass die Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern intensiver, engagierter, konzentrierter arbeiten. Es liegt daran, dass die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern aufmerksamer geworden sind. Es ist eine große Leistung, die man gar nicht hoch genug einschätzen kann, denn in den anderen Ländern hat sich recht wenig verändert. Allerdings muss man einräumen, diese Verbesserung im Verhältnis zu den anderen Ländern passiert vor dem Hintergrund, dass insgesamt in allen Bundesländern die Leistungen der Schülerinnen und Schüler diesmal zurückgegangen sind. Wegen Corona ist zu viel Schule ausgefallen, aber auch, weil sich die soziale Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler verändert. Auch in Hamburg sind die Leistungen minimal schlechter als in den vorangegangenen Jahren, aber eben nur sehr, sehr wenig schlechter, während sie in den meisten bundesdeutschen Ländern dramatisch zurückgegangen sind. Das sollte uns Mut machen. Wir haben gemeinsam viel geschafft, aber es zeigt auch, dass wir nicht müde werden dürfen, denn wir müssen noch viel tun. Es geht darum, dass unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Kinder, die eines Tages in dieser Stadt unsere Zukunft prägen werden, dass die gut vorbereitet werden auf ihr weiteres Leben und gern zur Schule gehen, aber auch viel dabei lernen.